Heute nehme ich euch mit in den Wald. Ja, wir schauen uns einen Wald zusammen an und gehen spazieren. Und ja, natürlich. Nein, doch, also wie auch immer. Auf jeden Fall in den letzten 2-3 Folgen habe ich euch doch immer gezeigt oder gesagt, es geht um Wald, ich baue einen Waldparkplatz und. Wie wir jetzt hier gerade im Hintergrund sehen, sah das ja immer erst noch aus wie ein Stadtpark. Mit Laternen drin, da hätten nur noch ein paar Mülltonnen gefehlt und ein paar Spaziergänger und ein paar Blümchen. Aber das hätte mir überhaupt nicht gefallen. Denn ich habe ja immer gesagt, ich möchte einen Wald hierhin haben. Wir sehen es jetzt hier, der schön dicht ist, wo man wirklich das Gefühl hat, man hat einen Wald, obwohl ich da relativ wenig Platz habe. Das ist der schmalste Teil meiner Modellbahnanlage, der damit Wald gefüllt werden soll. Das soll also so eine reine Waldgegend werden, der rechte Teil. Und ich habe ja hinten die Arkaden, wer sich erinnern kann oder wer es weiß. Auch da wird oben Wald drauf gebaut. Dann wird oben auf der Ebene, die so 15, also 20 cm höher ist, wird ein Wald gebaut. Mit dem Sägewerk, von dem ich immer gesprochen habe, was eigentlich hier unten hin sollte. Was aber alles irgendwo zu beengt geworden wäre, wenn ich das hier hingesetzt hätte. Das hätte alles so gequetscht ausgesehen. Also der Bahnübergang, den ich da jetzt immer gebaut habe, der sollte ja ursprünglich zu dem Sägewerk führen. Führt aber jetzt zu einem kleinen Waldparkplatz, den... Ja, da hinten, da oben sehen wir. Und ich baue jetzt gerade die Bäume, die jetzt hier praktisch dahin gehen. Und das ist der Weg, der zu dem Parkplatz hinterführt. Hier vorne praktisch an der Kante ist der Bahnübergang mit dem Auto, was ich in der letzten Folge gebaut habe. Und, Entschuldigung, ich habe irgendwie schon noch einen Frosch im Hals. Ist aber irgendwie das Wetter. Das ist aber auch warm, schwülwarm da draußen. Da schwitzt du und machst. Und man vermeidet ja schon, die Klimaanlage im Auto anzumachen, da man ja ansonsten irgendwo wirklich krank wird. Aber naja, irgendwo fängt man sich trotzdem was ein. Selbst wenn man den Ventilator irgendwo hinstellt, wie ich jetzt hier gerade. Ja, zu den Bäumchen. Ich habe jetzt hier, man sieht es, so von Moos. Das ist diesmal aber deutsches Moos. Diese braunen Teile, die ich da gerade verklebt habe, genommen und in die Büsche so ein bisschen immer reingesteckt und mit Sekundenkleber festgeklebt. Und hier sehen wir, jetzt sehen wir es. Ich dachte, ich habe es schon gemacht, weil ich so viel nebenher geschwatzt habe. Da stecke ich so in die Büsche ein bisschen rein, mit der Pinzette so rauf. Und dann bekommen diese Teile, obwohl der Busch selber jetzt gerade mit Weißleinwassergemisch getränkt ist, deswegen kann ich das alles so ein bisschen schieben. Mensch, sorry. Ja, bisschen schieben und machen. Und so reindrücken, weil es eben der Weißlein, das ist wie Knete zurzeit, das Zeug. Und jetzt kommt da oben drauf noch als Krönung Sekundenkleber. Und damit klebe ich jetzt diese hellbraun wirkenden Teile ein. Die werden knochenhart wie Holz und sehen auch unterm Strich aus wie Holz. Vergesst bitte immer nicht, wenn ich euch diese Aufnahmen hier zeige, ich bin mit meiner Kamera, ich habe hier so 20-fache Zoom-Objektiv drauf, richtig dicht teilweise ran. Das heißt, ich bin wirklich ganz, ganz unten. Und wenn da mal etwas grob wirkt, ist das normal, weil man ja eben doch so dicht ranzoomt. Ich will es nur mal erwähnt wissen. Im Gegensatz, früher hatte ich ja mit der GoPro gefilmt, aber die hat mir das zu allgemein aufgenommen. Und deswegen habe ich jetzt eine andere Kamera. Und mit dieser kann ich tatsächlich so weit ranzoomen, obwohl die Kamera irgendwo da oben steht, dass ich eben auch Freiheiten beim Arbeiten habe. Früher musste ich da tatsächlich die Kamera und dann habe ich da so 3 cm oder 5 cm Platz gehabt, um zu arbeiten. Das geht nicht. Das habe ich mir überlegt, das mache ich nicht mehr. Und deswegen habe ich mir jetzt eine andere Kamera zugelegt und kann dadurch euch hier schöne Aufnahmen präsentieren, eben auch aus der Nähe. Tiefenunschärfe. Ja, hier sehen wir den Parkplatz jetzt von der Felsenseite aus. Das heißt, hier vorne, wo das Geriffelte ist, sitzt ja eigentlich der Felsen, der hochgeht, eben dort, wo das Sägewerk später hinkommt. Und mal eine schöne Perspektive. Was ich hier eben reingesteckt habe, den kleinen Busch da, das sind Spur-Z-Bäume. Die habe ich, das sind so Apfelbäume oder irgendwas ohne Äpfel, also keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die so tief reingesteckt, dass die so tief in der Erde stecken, dass das aussieht wie kleine Büsche. Denn ich bin ehrlich gesagt, oder vielleicht kommen wir erstmal hierzu, hier färbe ich ein paar Laubbäume ein. Das kennt ihr schon von mir, so habe ich ja auch meine Tannen eingefärbt, dass die nicht ganz so doll rausstechen. Ich hatte die erst reingebaut, reingestellt und habe gesehen, oh nee, hellgrün im dunkelgrünen Wald, ja, gibt es alles, aber sah furchtbar aus. Und diese Mischung zwischen hell und dunkelgrün, das konnte ich nicht machen. Also sicherlich, wenn Büsche hellgrün sind oder wenn unten das Unterwerk da hellgrün ist, alles gut. Passt das irgendwo.
Ja, was wollte ich noch erzählen wegen den Büschen? Ich hatte ja vorher immer mit diesen Islandmoos gearbeitet. Hab vielleicht schon gesehen bei mir. Und da muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir nicht mehr. Das ist mir zu seltsam, muss ich mal so sagen. Das ist irgendwo, hat das nicht mehr viel mit dem Busch zu tun. Ich habe zwar versucht, indem ich die dann, wenn ich hier hingeklebt habe, habe ich die wieder mit Weißleim eingeschmiert und habe dann noch Streu drauf gemacht. Ich habe da also nicht spezielle für Bäume, also Büsche jetzt hier so ein bisschen flockigen Streu, aber das hat mir nicht mehr gefallen, bin ich ehrlich. Und deswegen habe ich mir jetzt Mühe gemacht und habe versucht, alles, was so an Buschwerk da ist, ihr seht es schon hier, selbst zu bauen. Das sind zum Beispiel, was ich gerade gesetzt habe, das sind die Abschnitte, wo ich diese Kiefern, die ich da hinten habe, alles abgeknipst habe. Da habe ich mittlerweile so eine riesen Tüte da. Und da kann ich mir diese kleinen Dinger überall hinmachen. Das werdet ihr auch noch sehen später. Das mache ich also überall. Das ist also ein schönes Beiwerk irgendwo und habe die aber dann wiederum nicht in die Farbe getunkt, dass das einen anderen Farbton irgendwo gibt. Hier seht ihr die kleine Bank, die ich auf dem 3D-Drucker oder auf dem Resin-Drucker gemacht habe. Und die Büsche, das, was wir da jetzt sehen, das ist Flock, die ich angebracht habe und die ich mit Sekundenkleber festgemacht habe. Das werden wir nachher noch sehen. Hier ist übrigens das typische Beispiel, wenn ich sage, ich bin richtig nah rangezoomt. Wenn ich da oben jetzt diese Ockerfarbe auftrage, man steht ganz normal vor der Anlage, ist das ein wunderbares homogenes Bild. Denn ich kann ja nicht den ganzen Busch wieder einschmieren mit Farbe, das bringt nichts. Aber ich wollte zumindest den nicht als grünen Patschhaufen da stehen haben, sondern ich wollte den schon ein bisschen irgendwo noch ein paar farbliche Unterschiede reinbringen. Das ist die Tüte übrigens mit den Abschnitten von meinen Fichten, / Kiefern, was ich da gebaut habe. Ich weiß selber nicht, was es sein soll. Und das bringe ich jetzt tatsächlich als Büsche überall irgendwo an. Da mache ich dann so Kleber drauf. Das ist ja normal, Weißleim. Unverdünnt. Und dann kommen, ihr seht, diese kleinen Teile da überall drauf. Die sind, ja, die sind, weiß ich nicht, 3x4 mm oder ich habe keine Ahnung, die sind winzig. Das ist eine Fummelei gewesen, dass die da auch auf dem Weißlein kleben. Und dann habe ich später immer noch einzelne Teile mit Kleber dann vor Ort hier betupft und habe die dann reingesteckt noch. Was ich euch zeige, sind bloß immer kleine Ausschnitte. Ich habe da fast eine ganze Woche dran gesessen an diesem Waldstück, was wir jetzt hier sehen. Das war eine, ich sag's mal, Schweinearbeit. Ja, auch wenn man das nicht mehr sieht, ich habe das jetzt da drüben stehen auf meiner Anlage, es ist noch nicht eingebaut und du sagst, ups, da hat er eine Woche dran gesessen. Naja, klar, weil ich eben wirklich die Macke habe, die Meise habe, mich in Kleinigkeiten hier irgendwo zu verlieren. Und wenn ich jetzt sage, das ist immer noch nicht an dem Punkt, den ich gerne hätte, da sollen noch mehr Details rein, dann sind das tatsächlich Details, die nur dafür gedacht sind, von der Nähe ranzugucken. Das heißt, wenn ich wirklich rangehe, Brille aufsetze, damit ich es auch sehe und die Kleinigkeiten mir angucken kann. Hier sehen wir wiederum diesen braune Moos, was ich da jetzt hingemacht habe. Und das wird, wie gesagt, mit Weißleim, mit Sekundenkleber eingeklebt und angeklebt. Und das sieht wirklich aus wie Holz, wenn du da stehst. Und da hast du eben so ein bisschen geäst unten drin. Ich habe es nämlich probiert mit kleinen Ästchen, die ich da hingelegt habe. Die habe ich mir in der Natur draußen gesucht. Die waren wirklich klein. Das sah furchtbar aus. Wenn ich meine Preise allein sehe von, weiß ich nicht, 11 mm Höhe und dann so ein Ast, das war ein Baumstamm. Nee. Und deswegen habe ich mich für diese Moosart entschieden und dann habe ich hier noch so ein paar kleine Farbnuancen reingebracht. So eine roten Stängel, die ich mir mal gekauft hatte im Internet. Das sind sicherlich nicht meine Favorites, wie man so schön sagt, aber es gibt zumindest zwischen den Bäumen so einen kleinen roten Farbtupfen mit rein, ja, dass es nicht zu grün alles irgendwo ist. Obwohl ich damit recht sparsam umgegangen bin, weil, das ist für Dioramenbau wahrscheinlich 1:35 oder irgend sowas, wo man dann so einen Busch, so ein kleines Ding da hinsetzt irgendwo. Das ist übrigens jetzt die zweite Picknickstelle, ganz links sozusagen. Und die Hinterkante, wenn man das hier sehen, das ist dann entsprechend der Bereich der Arkaden. Und hier vorne ist die Eisenbahn, die vorbeifährt. Hier habe ich noch ein paar Baumstümpfe reingesetzt und weil die alle so ein kleines Loch in der Mitte hatten, ja, wo ich es abgeschnitten habe, habe ich da immer so einen Tipfen Weißleim oben drauf gemacht. Das ist wiederum die Flocken, die ich gekauft habe. Und wenn man die Flocken aufsetzt, guckt mal, wie schön das qualmt, dann
nehmen die den oder reagieren die mit dem Sekundenkleber? Jetzt muss noch ein bisschen mehr drauf, dass es unten klebt. Die Dinger, die sind bombenfest jetzt mittlerweile. Reagieren die mit dem Sekundenkleber und blühen so regelrecht auf. Ja, also das war ein Räucherwerk. Ich habe zum Glück eine Abluft über meiner Bastelbank. Hier sehen wir es gleich nochmal. Hier trage ich jetzt den Sekundenkleber auf. Und gleich werden wir sehen, wie dieser kleine Busch hier hinten anfängt, in Sekundenschnelle zu wachsen. Ich muss gucken, dass ich es nicht verpasse jetzt hier. Und ja, komm, mach mal ein bisschen hin. Und ja, und dann blüht der regelrecht auf. Guck mal jetzt, wie das losgeht. Ja, jetzt. Herrlich, oder? Und dadurch erreicht dieser kleine Busch eine Detailtiefe, die man so gar nicht vermutet hätte irgendwo, ja, weil das wie so aufblüht. Ich habe keine Ahnung, wie das, was da reagiert. Stinkt extrem, also man soll die Nase nicht drüber halten. Hier sehen wir jetzt einen Überblick. Hier wandere ich mit der Kamera noch mal einmal ringsherum um die ganze Geschichte. Und hier vorne an dem Gleis, warte mal, ich muss mal ganz kurz was machen hier. Vorne an dem Gleis, das wird natürlich auch noch gestaltet, aber da muss ich immer hingreifen und deswegen kommt das erst zum Schluss. Ja, der Bahnübergang hier vorne, das wird auch noch alles ausgestaltet. Der Felsen ist da hinten, wo oben dann die Fabrik drüber kommt. Und die Arkaden hinten, die sieht man kaum noch. Der kleine Waldparkplatz, also ist ja das Modul jetzt selber wieder jetzt hier. Der Waldparkplatz da, wo eben der Felsen hinten hinkommt. Ganz hinten sitzen die Arkaden. Da hinten ist dann so ein Trainspotting-Gebiet. Das heißt, da kann man als Wandervogel hingehen und kann sich die, wenn man zukommt, unter den Arkaden in die Züge reingucken. Da kommt noch so ein kleines Geländer dran, aber das sind die Feinheiten, von denen ich vorhin sprach, wo ich gesagt habe, die Feinheiten, das ist alles, was noch kommt, wenn ich eingebaut habe, wenn ich grob mit der Ecke fertig bin, denn ich mache wieder eine kleine / große Veränderung in der nächsten Woche, die das Sägewerk betrifft. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, da geht es wieder ein bisschen um Gleise und Schienen und solche Sachen. Aber ich würde sagen, mir gefällt dieser Wald hier sehr gut, das kann man durchaus durchgehen lassen. Es ist schön dicht, wie gesagt. Das war mir wichtig, wenn ich jetzt von vorne gucke, dass ich nicht durch den Wald durchgucken kann und in die Arkaden hinten rein. Von oben, wo ich stehe, schräg runter, kann man das natürlich machen. Das ist alles schön und gut. Aber wenn ich mich runterbücke, meine Anlage ist ja eigentlich recht hoch, aber wenn ich so ein Stückchen in die Knie gehe, dann kann ich da so reingucken und ich habe wirklich einen dichten Wald. Und das persönlich finde ich sehr, sehr schön und das gefällt mir eben auch entsprechend gut. Gut, das war mein Stichwort. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Freitag, 16 Uhr, bin ich wieder für euch da. Ich wünsche euch bis dahin wunderschöne Tage. Schwitzt nicht so dolle, es soll wieder warm werden. Gefällt mir gar nicht, ist überhaupt nicht mein Ding. Aber was willst du machen? Ist nun mal so. Macht schön gut. Bis dahin. Ciao.